keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Ask MMOZone, hier dem Format auf YouTube, in dem ihr uns eure Fragen stellen könnt. Und wie jede Woche bin ich nicht alleine, sondern ich habe den guten Xell bei mir. Hi. Und natürlich auch den guten Chintao. Jo, hi. Und ihr wart wieder fleißig in der letzten Woche und habt fleißig Kommentare und Fragen geschrieben. Das freut uns natürlich sehr, dass das Format so gut bei euch ankommt. Und wir haben eigentlich auch vor, das weiterzuführen. Ich muss sagen, ist schon mitunter so, neben dem Podcast, mein Lieblingsprojekt. Auch einfach so ein bisschen quatschen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an von Adrian. Er fragt nämlich, wenn WoW doch noch lange hält, glaubt ihr dann, dass irgendwann auch alle anderen Rüstungsslots mit Legendaries oder Artefakten gefüllt sein werden? Haben wir ja tatsächlich vorher kurz vor der Aufnahme hier den Podcast aufgenommen und auch ein bisschen drüber gesprochen. Denn ja, mit der nächsten Erweiterung gibt es ja mehr Legendaries als bisher zumindest. Also es wird mehr Legendaries im Spiel geben, aber unklar ist bisher halt immer noch, wie viele wir wirklich anziehen können. Also die Auswahl an legendären Items ist ja halt doch schon, ja, für die verschiedenen Klassen halt schon hoch, ne? Aber keine Ahnung. Hast Schultern dabei, du hast Handschuhe dabei, ja, du hast Ringe dabei. Also theoretisch wäre es möglich, auf richtig, richtig vielen Slots Legendaries anzuziehen. Ob Blizzard uns das erlaubt mit dem nächsten Add-on, ist so eine Sache. Wie es in Zukunft aussehen wird, es wird sicherlich weitere Legendaries geben, auch für Slots, die wir bisher noch nicht hatten. Aber dadurch, dass sie immer so vom Add-on zu Add-on ins Spiel kommen, wird man halt nie alle gleichzeitig tragen. Außer man geht in Zeitwanderungs-Dungeons, wo die skaliert werden, die Items. Da kann man mal komplett Legendary rumlaufen. Also es ist ja irgendwo auch die Frage A immer, wie man die jetzt bekommt, die Sachen. Das ist ja bisher auch noch nicht so wirklich bekannt. Gibt ja so die Vermutung mit den Schatzgoblins, da ist es ja auch ruhig drum geworden, falls sich jemand noch dran erinnert. Da habe ich tatsächlich auch selber mal einen gesehen. Ja. Aber man war bisher zu low, um die zu besiegen. Jetzt könnte man es. Sie sind ja 110 und man kann bis 108 leveln. Ich müsste vielleicht mich mal auf eine Suche begeben. aber wo sind die? Das ist halt die andere Frage. Aber wollen wir wirklich komplett Endgear-Items haben? Also ich sehe es halt aktuell so, ja. Ich habe mehr oder weniger Best in Slot, die Waffen und Items alle aufgewertet und ich lock jetzt, lass es vielleicht, wenn es hochkommt, ein-, zweimal-, dreimal die Woche vielleicht ein. Weil man einfach nichts mehr zu tun hat. Man kann nicht weiterkommen, man kann nichts aufwerten, man Ausnahme, kann sich nicht verbessern. Excel. Nee. Gerade die ganzen, frag mal die ganzen Raider. Also ja, die ganzen Progress Raider. Slot. Ja, ja. Progress Raider. Ja, besten Slot ist eh ziemlich schwierig mit dem Schmiedet und so. Aber ich vergleiche das sehr gerne. Dadurch, dass Blizzard auch diesen Weg selber geht mit Diablo 3, da trägt man im Normalfall ja auch sein Set und zu dem Set Legendaries, die in Spec quasi, die das Set und die Set-Boni damit verstärken. Klingt logisch. Genau. Und das System an sich finde ich eine super Sache. Also ich mag dieses okay, gucke ich mir das Set an, was hat mein Set für Boni und wähle danach quasi die Legendaries aus, die ich dazu anziehe, die quasi meinen Spec oder meine Spielweise unterstützen. Das sieht man bei den Legendaries, die jetzt eingeführt wurden mit dem letzten Patch, halt auch recht gut einfach, dass man halt so Sachen hat wie hier beim Hexenmeister habe ich jetzt gerade vor mir, dass der Schaden von Emulation Aura um 100% eine 100% Chance hat, dass Feuerbrand den Cooldown um 3 Sekunden reduziert. So, das unterstützt dann einfach die Spielweise. Oder Priester, was haben wir da? Da haben wir, okay, Healing und Spirit of Redemption ist der Geist, glaube ich, wenn man stirbt.
dass man irgendwie 100% Chance hat, mit 100% HP und Mana wieder aufzustehen. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, so wo du ja einfach backabhängig und so dir dazu anziehst und dann gar nicht mal Gelegenheit hast, mehr anzuziehen, eben weil du dein Set ja noch brauchst für die Set-Boni und deine Artefaktwaffe hast du auch und da gehen ja schon einige Slots einfach verloren. Das heißt verloren nicht, aber sind ja dann schon besetzt mit Items, deswegen dann füllt man halt 2-3 Legendaries als Non-Set-Items mit ein. Wenn uns Blizzard das erlaubt, halt wie gesagt, das wissen wir halt auch noch nicht, ob Blizzard nicht sagt, okay, ein Legendary dürft ihr zusätzlich anziehen. Aber wenn ich das jetzt mal über lange Sicht sehe, also nicht nur nächste Erweiterung, ja, ja, sondern über die nächsten 10 Jahre, halte ich es durchaus für möglich, zumindest in der Theorie, dass legendäre Gegenstände in einer Art und Weise quasi zusätzlich als normale Wertigkeitsstufe hineinkommen. Denn früher waren epische Gegenstände wirklich episch und seltener und sie waren sehr stark, aber heute ist episch quasi ja nur noch abhängig vom Item-Level. Ne? Mhm. Die Farbe sagt ja gar nichts mehr in dem Sinn. Also, und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Blizzard mit legendären, raren, wirklich sehr seltenen Gegenständen das Ganze quasi ein bisschen auflockert. Ne? Dass halt man wenige davon hat oder ganz wenige Spieler irgendwas davon haben, aber dass das dann halt wirklich so zeigt, ne, das ist halt wirklich was ganz Starkes. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ob wir, wenn jetzt WoW noch, sagen wir, es hält jetzt noch mal 10 Jahre oder so, dass wir auf jedem Slot ein Legendary haben, das glaube ich nicht, weil dafür sind einfach die Set-Items zu stark, die Set-Boni, die man dadurch erhält. Ja, glaube ich auch nicht. Das würde ja die Tiersets entwerten und das ist ja eigentlich, nee. Also das ist ja ein Hauptding. Bei Artefakten, da muss man sehen, das ist jetzt quasi das erste Mal, dass Artefakte wirklich im Spiel benutzbar sind, wie Chin, glaube ich, auch schon häufiger ja mal erwähnt hat, dass die in den Dateien als rote Schrift ja schon ewig sind, ne, seit Classic. Genau. Aber so halt nie benutzt. Aber Blizzard hat auch gesagt, dass das erstmal ein Legion-Only-Feature ist, weil das einfacher zu entwickeln ist für sie, quasi von Erweiterung zu Erweiterung, was nach Legion ist. Ob wir dann wieder Artefakte haben, das ist eine andere Frage. Genau, sie müssen ja auch erstmal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich meine, mit der Garnison zum Beispiel haben sie sich auch gedacht, okay, man könnte es weiterführen, aber es wurde nicht so gut angenommen, es hat nicht so funktioniert, wie Blizzard sich das vorgestellt hat. Und sie lassen quasi die Garnison sterben und bringen dafür eine andere Variante mit den Klassenhallen. So, und deswegen sagt Blizzard immer schon von vornherein, dass es erstmal nur für die Erweiterung und alles, was danach kommt, sehen wir dann schon. Ja. Gut. Auf jeden Fall eine sehr, ich sag mal, kontroverse Diskussion auch über legendären Gegenstände. Wichtig ist, man weiß bisher noch nicht wirklich, wie man die in Legion erhält, ne? Also spekuliert nicht immer so viel, dass das wie ein Gegrinde in Diablo dann wird, weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Dafür ist WoW zu anders. Und ob die Spieler das überhaupt wollen, also jetzt komplett auch Legendary rumzurennen, ohne Sets und so. Würdet ihr das wollen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Nee, da muss ich alles transmoggen können. Ja, man kann ja Legendaries, oder? Also sie sind in der Garderobe drin teilweise, ja. Ja, eben. Also schließt man zumindest daraus, dass es möglich sein wird, zumindest die legendären Gegenstände aus Legion. Aber alte legendäre Gegenstände, hatte Blizzard ja schon gesagt, wird man weiterhin nicht transmogrifizieren können. Das heißt irgendwie Schattengram oder, ne? Den Stab. Atiesch. Den hätte ich so gerne. Gab ja auch nochmal den anderen Stab für den Magier hier. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wurde dich doch in den Drachen verwandelt. Aus Feuerlande, ja, den habe ich auch. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Tarek Gosa. Ja, genau. Oh, ja. Der genaue Name von dem Item ist, weiß ich nicht. War ein bisschen länger.
Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Tupfen fragt nämlich, meine Frage für die nächste Folge ist, welche ist eure Lieblingsklassen-Rassen-Kombination? Ja, was spielt ihr am liebsten? Ich glaube, bei Chin ist das ja relativ einfach, ne? Ich glaube, bei Keim ist es so klar wie bei mir. Einfach untoter Priester. Ich muss echt überlegen. Blutelf, Rasse oder Klasse, dann eigentlich egal. Blutelf. Punkt. Männlich oder weiblich? Nee, weiblich. Hallo, männlich geht immer gar nicht. Also weiblicher Blutelf. Weibliche Blutelfin. Okay, dann also muss ich meins auch spezifizieren. Männlicher, untoter Priester. Wobei also weibliche ja Untote begehen eigentlich auch klar so. Ich mag die Cast-Animation nicht. Okay. Bei weiblichen Untoten? Ja, dieses nach vorne Gewerfe mit der Hand so. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Sieht man auch recht selten, finde ich. Ich muss echt überlegen, ich habe ja jahrelang immer nur männlichen Menschen gespielt mit Krieger und Todesritter, das war ja immer mein Main. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit der Nachtelfe eigentlich sehr angefreundet, also weibliche Nachtelfe. Und ja, aktuell Jäger und ich werde wahrscheinlich auch Jäger bleiben mit der nächsten Erweiterung. Männliche Nachtelfen sind hingegen, naja, da vorhanden. Aber nicht unbedingt. Gibt es eine Rasse, die ihr gar nicht mögt? Die wir gar weibliche Zwerge. Ja, Zwerge generell haben es nicht so leicht. Ne? Und ich muss leider sagen, sämtliche Tauren. Ich habe einmal ein Tauren angefangen und nach 3 Minuten war mir das Ding einfach zu groß auf dem Bildschirm. Aber es war mir zu groß. Ich weiß, was du meinst, das Problem hatte ich auch. Aber ich finde immer noch Trolle schlimmer. Also ich mag Trolle einfach nicht. Auch wenn männliche ich mal einen weiblichen Troll gespielt habe. Männliche Trolle finde ich noch schlimmer. Also ja, männliche Trolle ist so, glaube ich, das Schlimmste in WoW. Also ich glaube, ich würde sogar eher einen weiblichen Zwerg spielen als einen männlichen Troll. Ja, da sehen auch ganz viele Rüstungsteile komisch aus, finde ich, weil der so unheimlich gebeugt halt läuft, ne? Ja, eben, er ist so ein... Nicht so ein Krüppel. Ich wollte es sagen, sag es raus. Sag es gerade raus. Ja, ist halt natürlich auch Geschmackssache immer irgendwo, was man natürlich spielen mag. Ich habe viele Kombinationen schon durch, aber es gibt halt so, ich sag mal so No-Go Rassen meistens für manche Leute. Also ich glaube, niemand da draußen spielt alles wirklich gleich gerne. Irgendwie jeder bevorzugt ja irgendeine Rasse oder irgendein Volk. Einfach weil auch Gegenstände schöner vielleicht dann draußen aussehen oder weil die Animationen einem besser gefallen. Aber das ist immer sehr subjektiv halt. Ich fand immer bei den Orks diese riesen Schultern, fand ich immer sehr geil und sehr imposant. Ja, vor allem wenn du einen Krieger oder so gespielt hast, ne? Da die dicken platten Schultern dran. Ich erinnere mich da an die Drachenseele vom Kriegerset. Das war ja so ein Todesschwingen-Set da. Boah, das sah richtig heftig aus. Also Krieger hätte ich, wenn dann Ork gespielt, einfach weil Orks schon echt geil aussehen. Es passt sehr gut auch, ja. Einfach so von der Statur her. Besser als irgendwie eine weibliche Blutelfe, ne? Finde ich auch, ja. Spielst du nur weibliche Blutelfen, Xel? Ja, eigentlich schon. Was waren dein Magier früher? Undead. Untoter. Männlich. Dann hatte ich auch mal einen Trolljäger. Aber ansonsten Blutelf. Seitdem er da ist. Seitdem Blutelfen im Spiel sind, Blutelf. Kommen wir zur nächsten Frage von Kaloron. Und er fragt, beziehungsweise hat 2 Fragen. Denkt ihr, die Todesvision von Kilrock zeigt tatsächlich die Zukunft, also das brennende Sturmwind Undercity? Der tote Varian wurde darin ja bereits gezeigt. Könnte es eine Aussicht auf das Ende von Legion sein? Könnten am Ende die Städte brennen und wir verlieren in Legion? Haltet ihr das für möglich? Nein. Nein! Okay, nein, halte ich nicht für möglich. Weil dann wäre es ja irgendwo ein Ende vom Spiel, im weitesten Sinne. Wird halt wieder aufgebaut. Ich meine, Orgrimmar war ja schon mal zerstört. Und Stormwind von Deathwing. Naja, also zerstört, ein bisschen die Mauern angekratzt. Jo. Ja, ich glaube, also, die WoW-Spieler sind da... Wenn man sich noch erinnert an das Oldschool-Orgrimmar und das Orgrimmar heute, das sind schon Welten. Ja, das alte Gefühl mir viel besser. Ja. Mir auch. Also ich bin Aufbau. Wahnsinnig gerne auf dem Bankdach rumgelaufen früher. Ja, wer nicht, ne?
Aber also ich halte es für machbar. Ob es so sein wird, glaube ich nicht. Weil ich glaube, WoW-Spieler sind da sehr verwöhnt. Wenn ich das mit Guild Wars 2 vergleiche, nach dem Ende der zweiten Staffel der Lebendigen Welt wurde eine oder die zentrale Stadt Löwenstein halt komplett zerstört. Sie war halt einfach nicht mehr existent, ne? Und das für über ein Jahr, bis sie dann wieder neu errichtet wurde, und zwar auch in komplett neuem Design. Ich halte das also durchaus für möglich, dass man so etwas machen kann. Ich denke aber, dass der Protest der Spieler wirklich enorm wäre, einfach weil, naja, man ist halt sehr verwöhnt, ne? Mit seiner Stadt, da passiert nie was, es gewinnen immer die Guten am Ende, ne? Aber es wäre durchaus mal was anderes, denke ich, und es würde auf jeden Fall großen Einfluss haben und sehr polarisieren, dass so etwas dann gemacht wird von den Entwicklern. Ja, aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich war seit Jahren weder in Thunderbluff, also Donnerfels, noch in Unterstadt, noch fast viel schlimmer. Also ich war schon ewig nicht mehr in diesen Hauptstädten, was ja eigentlich die Rassenhauptstädte sind. Ja, von den Tauren, von den Untoten, von Blutelfen in Silvermoon war ich auch schon ewig nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade. So. Also die können von mir aus ruhig zerstört werden und vom Blizzard wieder neu aufgebaut werden. Schöner, pompöser und als mehr als Treffpunkt so. Einfach, dass man mal da wieder hinkommt. Also es ist vorstellbar, ob sie es machen. Glaube ich eher nicht. Ich glaube es auch nicht. Aber ich würde es cool finden, muss ich sagen. Ich würde es nicht feiern, aber ich würde es cool finden, weil es so ein Flash-Effekt irgendwo wäre. Keiner rechnet damit, ne? Und es passiert. Das ist halt irgendwo sowas, was manchmal so ein bisschen fehlt, finde ich. Dass es zu sehr vorhersehbar ist, dass man am Ende ja doch wieder gewinnt nach dem Motto, ne? Wie so beim Film, weißt du auch, okay, am Ende geht's gut aus. Ja, gibt selten Filme, wo irgendwie die Bösen gewinnen, ne? Ja. Oder der Hauptcharakter stirbt, gibt's eher selten meistens. Eher so ein wichtiger Nebenprotagonist, der dann am Ende stirbt und dann beugt sich der Hauptprotagonist und nein, du darfst nicht sterben. Das Standardzeug halt. Die zweite Frage auf jeden Fall von ihm ist, wie läuft das Recruiting in euren Gilden ab? Ich persönlich spiele schon immer auf Isera und bin oft Leuten von DICE begegnet. Anmerkung von mir, das ist meine Gilde. Da ich aber wohl eher vom GS in NHC oder HC raiden sollte, frage ich nur der Interesse wegen. Ja, wie läuft das bei Undisputed mit dem Recruitment? Weil das ist ja nochmal was Besonderes, sag ich mal, weil ihr seid ja wirklich eine Progress-Gilde. Wir haben Leute, die sich drum kümmern. Ich glaube, zwei Leute machen das, glaube ich, aktiv. Wir bekommen Bewerbungen per Mail. Per E-Mail. Wir haben eine Bewerbungs-E-Mail-Adresse quasi auf der Homepage auch, wo dann die Leute ihre Bewerbung, schriftliche Bewerbung hinschicken, die dann bestimmte Kriterien einfach beinhalten muss. Screenshot hier vom Interface, Link, Armory-Link und PC- Specs und solche Geschichten muss man halt dann auflisten, schönen Text dazu, also eine richtige Bewerbung quasi schreiben, also es reicht nicht hier, yo, ich bin der und der, ich möchte mich gern bei euch bewerben als Raider, das reicht bei uns halt nicht. Und dann kommt's halt, wird's halt gesichtet, brauchen wir die Klasse, passt alles so von den ganzen Sachen. Und dann werden die Personen meistens zu einem Test-Raid eingeladen oder eben ihnen wird abgesagt, je nachdem. Aber dann wird man zu einem Test-Raid eingeladen und wenn dann alles passt, kriegt man einen Invite und dann hat man seine Probezeit und die ist abhängig, also die ist sehr variabel. Manche bestehen sie schneller, manche dauert ein bisschen länger. Manchmal vergessen es die Offiziere dann auch einfach nur, diejenigen dann zu Membern zu machen. Ja, und dann ist man ein Member. So, bin jetzt 2 Jahre da, wann werde ich mal hochgestuft? Du nicht. Du nicht. Ja, so läuft das bei Undisputed eben ab. Und so läuft das auch in vielen, vielen Progress-Gilden eben ab. Eben auch nochmal eine Nummer, ich sag mal, höher von
ja, den Anforderungen her ist ja ganz klar, weil der Anspruch ganz woanders ist als beispielsweise jetzt bei uns, die halt zweimal in der Woche losgehen und quasi, ja, mal schauen, ne, was wir heute legen, natürlich auch mit gewissem Ehrgeiz. Aber jetzt nicht, dass man wirklich, wenn der Raid aktuell rauskommt, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Raid-Tage ihr dann habt, 4, 5? Also fix haben wir 4, machen aber gerne auch mal 5. Eben, und von uns, bei uns ist halt am Anfang 2 Tage und es sind auch später noch 2 Tage. Und Recruitment bei uns eigentlich halt ganz klassisch über einen Chat, dass wir ab und zu halt mal da anfragen. Oder auch über das organisierte Gruppentool, wenn wir dann halt mal aufstocken müssen. Dann fragen wir ganz gerne die Randoms auch einfach danach, wenn sie eben nicht in der Gilde sind oder auch so, ob sie Interesse haben, weiter mitzukommen. Und dann ist natürlich auch ganz gerne gesehen, dass sie in die Gilde natürlich kommen, ist ja ganz klar. Und da gibt's dann auch ganz normal Probezeit. Die ist auch variabel, einfach je nachdem, wann die Offis meinen, okay, jetzt ist gut. Und entweder man besteht die und bleibt drin oder man besteht sie nicht und ja, kann in der Gilde bleiben quasi als Friend, aber wird dann halt nicht mehr eingeladen zum Raid. Ja, also Friends gibt's bei uns natürlich auch. Also du kannst ganz normal, wenn du jemanden live kennst oder so, kannst du als Member auch sagen, hier invite den mal bitte als Friend. Also da. Ich glaube, deine Freundin ist doch auch bei Undisputed, oder? Genau, zum Beispiel meine Freundin ist bei Undisputed und ich habe auch so noch 2 Real-Life-Friends bei Undisputed. Das ist dann völlig problemlos. Aber wenn man wirklich Raider sein möchte, muss man halt diesen Bewerbungsprozess einfach durchmachen. Genau, und auch wenn bei uns die Anforderungen, sage ich mal, jetzt nicht so hoch sind, aber auch wir sind im mythischen Modus unterwegs und haben 7 beziehungsweise ja, zur Veröffentlichung vielleicht dann sogar 8 Bosse gelegt. Da ist es halt auch so, dass du halt ein gewisses Maß mitbringen musst. Ne? Also dein Gear muss natürlich passen, es muss aufgewertet sein, es sollte verzaubert sein. Du solltest natürlich auch deine Klasse verstehen. Du solltest, wenn möglich, natürlich auch einen individuellen Second Spec haben, um auf diverse Situationen reagieren zu können und all sowas halt, ne? Was man halt natürlich voraussetzt einfach. Aber halt, ich sag mal, nur 2 Tage in der Woche und nicht unbedingt mit Progress-Absichten dann. Aber natürlich ist das Ziel halt schon, so weit zu kommen wie möglich. Ne? Ja. Und nicht einfach heroischen Content legen und sagen, okay, das war's, wir machen jetzt alle für ein halbes Jahr Pause, bis Legion erscheint, wir sehen uns dann wieder. Ja, also so ist es auch nicht. Gut, habt ihr noch was? Sonst kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Die lautet nämlich, spielt denn das neue Add-on, also Legion, immer noch in der Parallelwelt oder ist Gul'dan in unsere Zeitlinie gekommen? Na, wer möchte das beantworten? Am besten du. Du. Ja. Wir erinnern uns ja noch alle an den Kampf gegen Archimonde, ne? Gul'dan beschwört ihn ja quasi oder ruft ihn herbei aus dem wirbelnden Nether-Zeugs da. Und Archimonde schleudert ja in seinem Todeskampf Gul'dan in dieses Portal hinein. Und es ist ja der Gul'dan aus der Parallelwelt und es ist der Archimonde aus der Parallelwelt. Und wir befinden uns auf Draenor in der Parallelwelt, weil es bei uns ja eben in der normalen Zeitlinie die Scherbenwelt ist, ist ja ganz klar. Dort waren wir schon vor, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren, sehr lange her schon. Der Gul'dan schafft es dann aber, dadurch irgendwie in unsere Zeit zu kommen. Es ist also der Gul'dan aus der Parallelwelt, aber in unserer Zeitlinie. Das heißt, wir sind in der nächsten Erweiterung wieder auf unserem Azeroth. Wir sind also zurückgekommen aus der Parallelwelt, die lassen wir hinter uns, was auch immer dann passiert. Aber die Gefahr ist dann, dass die Brennelegion bei uns wieder einfällt und nicht in einer Parallelwelt, weil die könnte uns ja eigentlich auch ziemlich egal sein, wenn die ganze Zeit nur Parallelwelten da in Gefahr wären. Da müsste man ja nicht ständig hinterher, so ungefähr. Aber der Gul'dan, wie gesagt, ist bei uns aus der Parallelwelt, weil unser Gul'dan, der ist ja schon tot. Möchte da jemand was hinzufügen? Nee, Gul'dan ist bei uns tot, denn bei Illidan konnte man zum Beispiel Schädel von Gul'dan als Trinket. Genau, den hatte Illidan ja als Artefakt. Stimmt, der Macht, ja. In seinen Händen. In seinen sein Namen, oder ja. Nicht sein. Das war bei Illidan immer die Frage. Sehr schön erklärt. Der ja übrigens auch in der nächsten Erweiterung eine Rolle spielen wird. Ja, Illidan.
Kann ich fand nur Illidan das, war ein Hammerfight damals, war richtig das Video geil. Von Xell empfehlen, glaube ich. Du hattest ja den zweiten Teil des Startgebiets gespielt vom Dämonenjäger, ne? Ja. Dort erfährt man ja, was mit Illidan passiert im Gefängnis der Wächterinnen. Stimmt. Zumindest jetzt, für den Anfang. Sagst. Ja. Achtung, stimmt. Spoiler, er wird gemobst. Ja, es passiert eigentlich nicht viel. Man sieht ihn nicht mal selber. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, dass ich mich mal bedanke im Namen von uns allen für die netten Fragen. Auf jeden Fall neue Fragen und Kommentare unter das Video oder bei uns auf der Seite, je nachdem, wo ihr das Ganze schaut. Ich verabschiede mich dann für heute, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.